Vom Jugendamt weggenommen. Vom Jugendamt weggenommen. Die Kinder wurden de facto aus medizinischer Sicht entführt. Man kann es nicht anders sagen. Man kommt mit einer Lüge, schnappt sich das Kind raus aus meiner Familie und seit dem Moment ist das für immer weg. Ja? Ich kriege meine Kinder nicht mehr zurück. Und das ist so diskriminierend gegen die Mutter und auch so diskriminierend die Kinder. Also beide Seiten, Kinder und die Mutter, haben kein Recht und keine Möglichkeit, sich zu sehen, zusammenzukommen, zusammenzuleben. Das ist damit verwirkt. Und das finde ich unheimlich erschütternd in der Sache. Doch das Jugendamt bleibt bei seiner Entscheidung. Die Mutter kämpft aber weiter um ihre Kinder. Wenn sie die Kinder so lieben, wie ich sie liebe, und ich weiß es selber nicht, ich bin sozusagen, ich hoffe jeden Tag, dass ich es noch durchhalte. Wie sehr muss das Wohl eines Kindes bedroht sein, dass der Staat Eltern ihre Kinder wegnehmen darf? Und wer kann das wirklich so genau beurteilen? Wir haben vom Schicksal einer Mutter erfahren, der man beide Kinder weggenommen hat. Obwohl die Frau alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, ihre Kinder zurückzubekommen und sie dabei von einer ganzen Helferschar unterstützt wird, läuft sie gegen eine Mauer an. Uns ist es ähnlich ergangen. Gericht und Gutachter dürfen nicht sagen, andere Beteiligte wollen nicht. Was bleibt, ist die Geschichte einer Frau, die sich diskriminiert und betrogen fühlt. Vor dem Grazer Rathaus hat es im Laufe der Jahre schon viele Agitationsstände und auch Kundgebungen gegeben. Diesmal geht es gegen die Verantwortlichen der Stadt. Zwei Grazer Mädchen wurden ihrer Mutter weggenommen und zu den beiden Vätern gebracht. Zu Unrecht und aus Willkür, wie die Gruppe überzeugt ist. Flora und Fedora, zwei Mädchen aus Graz, sind seit 1,5 Jahren Spielball von Erwachsenen. Spielball von Beamten und Spielball des Gerichts. Wir, die Helfergruppe für Flora und Fedora Kudoba, können nicht mehr zusehen, wie Erwachsene, sogenannte Verantwortungsträger, ihre Machtgier bis zum Exzess treiben. Die Helfer sind Freunde und Bekannte der Mutter, aber auch Menschen, die einfach auf den Fall aufmerksam geworden sind und sich engagieren. Die Emotionen gehen hoch. Ich kann den verantwortlichen Politikern in der Stadt nur so viel sagen. Sollte diesem Mädchen tatsächlich etwas zustoßen, kann ich denjenigen Menschen, die hier ihr grausames Spiel mit den Kindern treiben, versprechen, dass sie keine ruhige Minute mehr haben werden. Frau Natascha Kudoba, die Mutter, ist vor 14 Jahren aus Kroatien nach Österreich gezogen. Bis vor 2,5 Jahren hat sie ihre Kinder ohne die beiden Väter erzogen und als Computergrafikerin gearbeitet. In den letzten Jahren lebte sie mit einem Freund zusammen. Als sie diesen Lebenspartner verlor, wurde sie von einer Depression so weit getrieben, dass sie sich vor einen Zug warf. Sie hat überlebt, aber seither sind ihre Füße teilamputiert. Als sie wegen einer Nachoperation im Spital lag, passierte das, was sie nie vergessen wird. Die Richterin und die Jugendsozialarbeiterin setzen sich auf mein Bett und erklären mir, dass ich unter der Beschuldigung, dass ich meine Kinder und mich vorhabe umzubringen, ab jetzt die Kinder nicht mehr bei mir habe. Und ich meine, es war, ich kann es Ihnen nicht beschreiben, was für ein Schock war das, ja? Also ich war schon 6 Monate wieder nach Doblba zu Hause. Unser Leben hat super funktioniert. Wir haben ohne Hilfe von Jugendamt und so alles organisiert mit dem, Haushaltshilfe und tralala. Wir haben alle drei nach 6 Monaten gewusst, nicht nur, dass wir geschafft haben, sondern wir genießen es wieder wie vorher vollkommen. Ja? Das Haus war wieder voll Freunde. Es wurde Konzerte gegangen, Theater gemacht, getrommelt, fotografiert, was weiß ich, alles wie früher, ja. Und plötzlich kommen sie und erzählen sie mir, ja, dass ich meine Kinder umbringen will und dass man sie von mir schützen muss. Und seit dem Moment hat der Horror angefangen. Die 9-jährige Fedora und die 6-jährige Flora kamen zunächst zu einer Pflegefamilie. Die Kinder wurden zwischen Pflegeeltern, den Vätern, dem Jugendamt, dem Gutachter, dem Gericht und der Mutter hin und her gerissen. Schließlich schaffte es Frau Kudoba, die völlig entnervten Kinder zur Betreuung auf die Kinderklinik zu bekommen. Das Gericht übertrug aufgrund nur eines Gutachtens die Obsorge an die Väter. Und eines Tages rückten 4 Damen vom Jugendamt ins Krankenhaus ein, um die beiden Mädchen abzuholen. Schwester Ingeborg ist heute noch aufgeregt,
wenn sie von den damaligen Ereignissen erzählt, als die Kinder gegen ihren Willen abgeholt werden sollten. Also ich habe nur die Kinder schreien gehört, bin dann da hereingekommen und da hat sich die Fedora, die große Schwester, auf die Kleine gestürzt und hat gesagt, ich lasse meine Schwester nicht mitgehen. Also die Damen vom Jugendamt, haben die versucht, die Kinder gegen den Willen mitzunehmen oder wie war das? Ja, sie haben das versucht, also gegen den Willen der Kinder. Also die Aussagen der Kinder wurden nicht berücksichtigt. Vor allem die Große, die Fedora, wollte bei ihrer Mutter bleiben, mit ihrer Schwester. Und dort ist es, zu dieser Situation ist es ja gekommen, wo die Kinder getrennt werden hätten sollen. Und ich denke, dass so etwas Kindern anzutun, ist einfach schrecklich. Ich bin noch immer jetzt sehr, sehr, sehr betroffen, weil also die Situation war wirklich, also wir waren alle berührt. Ich muss sagen, wir waren, ja, wir hätten am liebsten die Kinder mitgehalten. Flora und Fedora wurde jedenfalls von Mitarbeitern des Jugendamts nahegelegt, zu kooperieren und doch freiwillig zu den Vätern zu gehen. Fernsehbilder der beiden, wie sie durch die Befragung des Jugendamts beeinflusst werden sollte. Also die Ludwig hat versucht, sich am Anfang dazu überreden, dass der Papa besser ist als die Mama. Es war immer der gleiche Sinn der Frage, ne? Also ich bin so wütend geworden, ne? Und dass sie haben ja nicht nur gefragt, sie haben mir gesagt, dein Vater ist ja viel besser und so. Im Interview vor ungefähr einem Jahr gab Fedora auch eine klare Antwort auf die Frage, bei wem sie leben möchte. Ich möchte zur Mama. Ich mag auch bei der Mama sein. Das Jugendamt schafft es aber dennoch, gemeinsam mit den beiden Vätern die Kinder aus dem Krankenhaus zu bringen. Ein Vater holte die beiden Mädchen zu einem Spaziergang ab und kam nicht mehr ins Krankenhaus zurück. Zu einer Stellungnahme war man im Jugendamt nicht bereit. Die leitende Ärztin in der Klinik, die Kinderpsychiaterin Frau Professor Dunitz-Scheer, ist entsetzt darüber, dass die Kinder einfach mit Wissen des Jugendamts entgegen ärztlichen Rat aus dem Spital geholt wurden. Für sie ist das so, als ob man Patienten aus der Intensivstation einfach mitnehmen würde. Das medizinische Recht schützt jemand, wenn er im Krankenhaus ist, vor einer Einmischung von außen. Ja, man kann einen Menschen nicht einfach von der Intensivstation entführen, aus medizinischer Sicht. Und hier war es schriftlich vierfach vorgelegen, dass diese Kinder nicht abrupt entlassen werden können, sondern sogar das Jugendamt hatte ganz klare Richtlinien, wie eine Entlassung zu handhaben sei. Und die Richtlinien wurden alle über den Tisch gefegt und die Kinder wurden de facto aus medizinischer Sicht entführt. Man kann es nicht anders sagen. Die Psychiaterin hat sich sehr intensiv mit den beiden Mädchen und ihren Erlebnissen beschäftigt. Besonders ärgert sie das Gerichtsgutachten, das die Grundlage dafür war, Frau Kudoba ihre Kinder wegzunehmen. Wenn man mit ihnen in einem sicheren Rahmen, was hier bei der Psychotherapie geschehen ist, sprechen konnte und sie sich ausdrücken konnten, ohne Angst zu haben, dass das jetzt benutzt wird, die Aussage, war ein Desaster. Ja, es war einfach zwei vollkommen im Moment entwurzelte, verunsicherte Kinder, die das Gefühl gehabt haben, dass man sie verschiedenste Kräfte, die sie nicht beeinflussen, dorthin zerrt, katastrophal. Und das ist meine fachliche Kritik auch am Gutachten von Dr. Kraft. Da sind Interpretationen drin über einmalige Spielszenen der Kinder, die haarsträubend sind. Ja? Wo man einfach sagen muss, das sagt mehr über den Gutachter aus, aber sicher nicht etwas über die Psyche des Kindes. Das ist viel zu oberflächlich und zu schlampig und zu undifferenziert. Der Gutachter wollte nicht mit uns sprechen, weil das Verfahren ja noch im Laufen ist. Auch ein deutsches Gericht befasste sich mit dem Fall. Frau Kudoba fuhr nach Deutschland zur Verhandlung nach Celle. Die Väter hatten die Kinder nach Deutschland genommen und waren dort zusammengezogen, damit die zwei Geschwister zusammenbleiben. Das war eine Auflage des Gerichts. Die deutschen Richter sollten prüfen, ob die Verbringung von Flora und Fedora nach der sogenannten medizinischen Entführung nach Deutschland rechtmäßig war. Doch auch hier hatte Frau Kudoba die schlechteren Karten. Da die beiden Väter die Obsorge vom Grazer Jugendamt übertragen bekommen haben, war ihre Mitnahme nach Deutschland nach Gerichtsauffassung rechtsmäßig. Die Väter wollten nicht mit uns sprechen und verwiesen uns an ihre Anwältin. Und die ist siegessicher, denn sie weist den einzigen Gutachter auf der Seite der Väter.
Inzwischen war auch der Gutachter aus Graz nochmal hier, Dr. Professor Kraft, der schon in der ersten Instanz das Gutachten erstellt hat, um noch ergänzend nochmal Bericht zu erstatten. Auch er hat gesehen, dass es den Kindern gut geht. Er tendiert auch dahin, seine Entscheidung zu bestätigen, die bislang schon getroffen ist. Es sieht also alles so aus, als ob die Kinder endlich zur Ruhe kommen können und hier weiter in Frieden leben können. Trotz mehrerer Versuche wollte niemand außer der Anwältin der Väter von der anderen Seite mit uns sprechen. Initiativ ist aber die zuständige Grazer Stadträtin geworden. Wegen der Brisanz des Falles war sie in Deutschland, um zu schauen, was mit den Kindern los sei. Stadträtin Frau Michel-Kaltenbeck gab uns gleich nach ihrer Rückkehr in Graz ein Interview. Doch die wichtige Frage, bei wem und wo die Kinder leben möchten, hat auch sie nicht gestellt. Also ich habe gerade, weil ich Pädagogin bin, diese Frage genau ganz bewusst vermieden. Ich wollte dort nicht irgendwie als forschende Kontrollinstanz mich den Kindern präsentieren. Aber die Art und Weise, wie die Flora mir noch einmal ihr Zimmer, das neue Zimmer mit der neuen Einrichtung präsentiert hat, das war auch eine Antwort. Ja? Das war für sie Zukunft. Also ich habe Gelegenheit gehabt, mit den Kindern auch alleine zu reden, unauffällig, in unauffälligen Situationen. Aber diese Entscheidungsfrage habe ich nicht gestellt, ganz bewusst nicht. Aber das ist eigentlich genau das, was sozusagen von der Frau Kudoba und von ihren Helfern irgendwie vorgeworfen wird, dass man sagt, aus Rücksicht auf die Kinder kann man sie nicht fragen. Die Kinder haben in Wirklichkeit schon ganz, ganz schwierige Sachen durchgemacht. Und eines der Probleme ist, dass die Kinder selber nie richtig gefragt werden. Also, dass man sozusagen, man mutet ihnen zu, hingerissen zu werden, da vom Krankenhaus zur Mutter, zur Vater, entführt unter Anführungszeichen, jedenfalls unter nicht besonders guten Bedingungen, wo weggebracht zu werden. Aber richtig fragen, was sie wirklich wollen, das tut irgendwie niemand. Es ist aber auch nicht meine Aufgabe, Herr. Ich bin nicht die Expertin. Dafür gibt es Experten, die das bei Gerichtsentscheiden tun. Und das will ich mir einfach nicht anmaßen. Und das war auch nicht mein Ziel, das mich dorthin geführt hat. Alle Eingaben von Frau Kudoba, ihre Kinder wieder nach Österreich zurückzubringen, wurden vom Gericht mit dem Hinweis auf das negative Gutachten und ihren schlechten Einfluss auf die Kinder abgewiesen. Die Psychiaterin der Kinderklinik hat aber eine andere Erklärung dafür, warum man Frau Kudoba ihre Kinder weggenommen hat. Wenn Mütter nun ein paar Kardinalsünden machen, und ich überspitze es jetzt ein bisschen, und die liegen hier im Bereich, sich nicht so benehmen, wie die Gesellschaft das richtig findet, nämlich man siedelt ein bisschen mehr als der Durchschnitt der österreichischen Mutter, man spricht ein bisschen eine andere Sprache wie der Durchschnitt der Österreicher, man schaut ein bisschen anders aus, man benimmt sich emotional ein bisschen anders, dann hast du in bestimmten Kreisen, die das zum Beurteilen haben, sozusagen die Karten verspielt. Und es hat Frau Kudoba nichts genützt, dass sie ein Heer, möchte ich sagen, von österreichischen Bürgern hinter sich hatte, von Leuten, die sie aus der Kindergartenzeit der Kinder kannten, die sie von Geburt der Kinder weg kannten, die wirklich geschlossen, ich habe noch nie so eine geschlossene Bürgschaft erlebt, gesagt haben, wir bürgen für diese Mutter, als Mutter. Es war, sie hatte verspielt. Grüße Gott, der Herr. Darf ich Ihnen etwas über unsere Aktion berichten, die wir hier im Ablass abhalten? Es geht um die zwei Grazer Kinder, Fedora und Flora Kudoba. Frau Schweiger ist Mitglied der Helfergruppe. Nicht zum ersten Mal steht sie in der Grazer Innenstadt, um für die Rückgabe der Kinder zu kämpfen. Auch sonst ist sie im sozialen Bereich tätig. Sie leitet einen Alten- und Betreuungsverein. Weil sie tagtäglich mit den Nöten von Menschen zu tun hat, will sie auch Frau Kudoba helfen. Doch die rechtlichen Mittel zur Rückholung der beiden Kinder sind inzwischen praktisch ausgeschöpft. Jetzt wollen die Helfer öffentlichen politischen Druck erzeugen, vor allem auf das Jugendamt. Hier wird einfach über Emotionen, über Empfindungen, die so natürlich sind. Im Tierreich wird das so wunderbar gezeigt, da ist das alles selbstverständlich, nicht wenn man Junge verteidigt. Aber bei den Menschen läuft es immer wieder darauf raus, solche hysterische Frauen sollten die Kinder nicht haben dürfen. Nicht? Das ist ihr angeborenes Recht und ihr gutes Recht als Mutter, um die Kinder kämpfen zu dürfen. Und wenn sie halt sich auch Depressionsausbrüchen oder Schüben, wenn sie da ein bisschen entgleist, dann um Gottes Willen muss man das verstehen. Vor drei Jahren noch war Frau Kudoba eine lebenslustige Frau, die einen ausgezeichneten Kontakt zu ihren Kindern hatte. So beschreiben es zumindest ihre Freunde und Bekannten. Besonders schmerzte sie, dass man sie offensichtlich für mehr oder weniger verrückt erklärt hat und ihren Selbstmordversuch nicht als Folge ihrer damaligen Depression sieht, sondern als eine lebenslängliche Brandmarkung, die es unmöglich machen soll, ihre Kinder bei ihr zu lassen. Und ja, ich erinnere mich, dass ich in meine Straßenbahn reingestiegen bin und
Und nach einiger Zeit, dass ich auf dem Bahnhof sozusagen wieder aufgewacht habe, also die Ärzte haben mir nach dem Unfall gesagt, dass sie sowas einen vollkommenen Kontrollverlust nennen. Sie nennen ihn so, sie wissen aber nicht, wie es möglich ist, weil wir lernen alle eigentlich in der Schule, dass wenn unser Gehirn uns sagt, ja, jetzt heb die Hand, oder dass wir das machen. Aber das ist in Depression eben nicht so. Ja? Sie können erzählen und reden, was sie wollen. Das Körper tut irgendwas ganz anderes, was jemand andere will oder diese Depression sozusagen will. Und ich erinnere mich, dass ich auf dem Bahnhof aufgewacht habe und gesehen, dass ich auf dem Gleis stehe und mich im ersten Moment gefragt habe, was ich dort mache. Ne? Aber es ist so, sie werden nicht verblödelt, verstehen Sie? Ihr Intellekt ist dabei, sie können ihn nur nicht nutzen, ja? Und wo ich mich umgeschaut habe, habe ich gewusst, was das soll. Ne? Ich wusste, das sollte wahrscheinlich jetzt das Endsprung sein. Ich schmeiß mich vor den Zug und bin tot und die Depression hat gewonnen. Und dann habe ich eine, das werde ich nie vergessen, ich habe eine Mutter gesehen mit zwei Zwillingen, ja, Mädchen in Kleidchen. Und in dem Moment habe ich wieder gewusst, wer ich eigentlich bin. Ja. Nicht nur, dass ich nicht sterben will, sondern auch, dass ich das bin, was ich bin, dass ich zwei Kinder habe, die ich liebe und dass ich keinen Fall sterben will. Und deswegen auch diese ganzen Monate in Psychiatrien durchgehalten habe, um zu hoffen, dass es mir besser gehen wird. Und ich habe dann mir gesagt, nein, ich will nicht springen, ja, ich will zurück nach Hause. Und ab dem Moment gibt es keine Erinnerung mehr. In ihrem depressiven Anfall ist Frau Cordova aber dann doch gesprungen. Dass eine Depression mit all ihren Folgen eine Erkrankung ist, die man behandeln kann, wissen die wenigsten. Mit dem Vorurteil, vielleicht ein bisschen verrückt zu sein, wird Frau Cordova immer wieder konfrontiert. Auch im Gerichtsgutachten wird sie als irrational und unberechenbar beschrieben. In Behandlung ist sie bei Professor Walcher, einem renommierten Grazer Psychiater. Also ich habe keine Gefühle, die irgendwie sich wie eine Depression anfühlen. Sie wissen, nee, das erkennt man dann sofort, wenn es kommt. Diese ganzen Probleme, die jetzt auf Sie eingestürzt sind im Laufe des letzten Jahres, relativ ganz gut zu verarbeiten. Ich bin nur, ich werde nicht fröhlich. Dass Ihre Persönlichkeit ganz gut konsolidiert hat. Nicht? Ja, also, wir haben ärztlich immer versucht, Ihnen zu helfen, auch die Kinderklinik und ich auch, aber leider sind die Institutionen, die Verantwortlichen, wie das Jugendamt und das Gericht, nicht auf unsere Vorbehalte eingegangen. Und auch der Helferkreis hat Ihnen ja nach Möglichkeit versucht, beizustehen. Aber bisher leider erfolglos, leider erfolglos. Ich hoffe mit der Zeit, dass wir doch Ihnen eine Hilfe bringen können. Nicht? Das wäre unsere Zielsetzung, nicht? Die ärztliche Zielsetzung und auch die ganze Zielsetzung des Helferkreises. Und es tut mir sehr leid, dass das Jugendamt und das Gericht dieser ärztlichen Meinung nicht anschließt. Wissen Sie mit der Depression von der Frau Cordova, ist sowas aus ärztlicher Sicht beherrschbar? Ja, also eine vollkommen zum Abklingen zu bringen, das ist auch gelungen bei der Frau Cordova. Was natürlich für eine Mutter eine große Belastung ist, wenn man ihr die Kinder wegnimmt, das ist natürlich ein zusätzliches Kapitel, aber sie war sogar in der Lage, diese Belastungssituation bisher relativ gut zu vertragen, ohne irgendwie psychisch zu dekompensieren. Natürlich ist sie manchmal dann in ihrem Abwehrverhalten vielleicht emotional zu explosiv gewesen. Das ist auch eine Temperamentsache, nicht? Aber für Sie ist die Frau Cordova imstande, die Kinder zu haben? Absolut, das ist meine Meinung. Das ist auch die Meinung von anderen Psychiatern. Sie ist ja auch von der Frau Professor Körner psychiatrisch untersucht worden. Die Kinder waren auch an der psychiatrischen Betreuung an der Kinderklinik und man war eigentlich ärztlich allgemein der Meinung, dass die Frau Cordova eine Mutter ist, die sich um ihre Kinder kümmern kann und auch soll. Nicht? Leider war das Jugendamt und ein psychologischer Berater des Jugendamts der anderer Meinung, ohne eigentlich mit den Nervenärzten, mit Psychiatern Rücksprache zu pflegen. Auch das Gericht hat mich nie befragt. Na, um es klar zu sagen, ist Ihrer Meinung nach die Frau Cordova selbstmordgefährdet? Jetzt überhaupt nicht mehr. Sie war ja damals selbstmordgefährdet im Rahmen der Erkrankung. Aber man hat ja immer aufoktroyiert, dass immer. Aber
Das ist ja das Ziel der Behandlung, dass eine Selbstgefährdung nicht mehr gegeben ist. Das kann man ja wirklich beurteilen. Und sie hat auch im Sinne dieses, was man ja auch immer angekreidet hat, dieser erweiterte Suizid nennt, dass sie im Rahmen ihrer Lebensverzweiflung, was ja bei Depressiven, Schwerdepressiven, die nicht behandelt werden, vorkommt, dass sie Familienangehörige mit in den Tod genommen werden, weil dem schwer nicht behandelten Depressiven das Leben sinnlos erscheint. Das ist ja vorbei, nicht? Diese Depression ist längst abgeklungen. Frau Kodoba hat jetzt viel Zeit zum Nachdenken. In der einst so lebendigen Wohnung sorgt derzeit nur der Papagei für ein wenig Lärm. Erinnerungen an ihre Kinder befinden sich nicht nur in ihrem Kopf, sondern auch am Fensterbrett. Flora, also wenn sie auf dem Meer ist, dann als Erste schaut sie, dass die Erwachsenen einschlafen oder so Siesta machen und dann haut sie ab in die Berge. Und das habe ich auch gemacht als Kind. Ich verstehe sie sehr gut, ja. Das ist eine kleine Forscherlina, ja. Eine Forscherin. Ja, und solche Sachen machen ihr viel, viel mehr Spaß als irgendein Quatsch von Plastik-Spielzeugangebot oder sowas. Und das haben sie beide auch. Sie sind aufgewachsen auf sehr wertvollen Sachen. Ich habe ihnen immer Zugang zu Qualitäten gegeben und sie wählen die Qualitäten. Sie haben nie ein Tamagotchi nach Hause schleppen oder haben wollen oder so. Sie haben einfach einen anderen Geschmack. Das alles. Alle paar Wochen kommt Herr Hochegger vorbei. Er ist orthopädischer Schuster und schaut darauf, dass die Schuhe von Frau Kodoba auch richtig sitzen. Ja, was ich eigentlich wirklich mit Ihnen eben besprechen will, ist, ich würde gerne noch ein paar so wie dem haben. Nur manchmal schafft es Frau Kodoba, sich mit sich selbst und ihren körperlichen Schmerzen zu beschäftigen. Eine Stunde ohne Rollstuhl kann sie bereits gehen, dann wird es möglich. Es wird für sie wieder leichter werden, wenn sie keine Medikamente mehr nehmen muss, die ihre Gewichtszunahme verursacht haben, und auch sie wieder leichter wird. Mit ihrem Normalgewicht von 50 Kilo wird sie wieder besser gehen können. Dankeschön. Danke. Ich melde mich, sobald es soweit ist. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Vor kurzem hat sie erfahren, dass ihre Kinder getrennt wurden. Einer der Väter ist wieder nach Österreich gezogen, obwohl das Gericht bestimmt hat, die Kinder müssten zusammenbleiben. Bei ihren seltenen Besuchen durfte die Mutter nie mit ihren Kindern alleine sein. Immer war ein Vertreter des Deutschen Jugendamts dabei. In Zukunft, wenn ihre Kinder tatsächlich endgültig getrennt werden sollten, werden die Besuche für Frau Kodoba noch schwieriger. Dennoch glaubt sie an sich und ihre Kinder. Das ist eine Eigenschaft von Ihnen, die mir... solange ich alleinstehend mit ihnen war, natürlich wahnsinnig zugute gekommen ist, dass sie nicht anstrengend sind, dass sie kooperieren, dass sie sich überall wohlfühlen und überall irgendwas ausdenken können zum Spielen oder sich zufriedenzustellen. Na, sie sind großartig beide. Ja. Also, die Flora ist sonst, sie ist mehr Revoluzzer, die Kleine, ja. Sie hat das auch so süß. Am Anfang, wo sie entführt wurde nach Deutschland, ja. Und immer wenn wir telefonieren, ist jemand dabei und hört ab. Ja. Wir haben eigentlich schon fast 2 Jahre nicht mehr normal kommuniziert oder miteinander offen gesprochen. Und Floras Art ist, bis jetzt, sie bricht jetzt auch zusammen an Ganzem, aber sie sagte bei erster, zweite Mal, also, wenn ich nicht sagen darf, wie es mir wirklich geht, sage ich lieber nichts. Ja, also sie hat damit gesagt, dass es ihr nicht gut geht, dass man ihr sagt, dass sie das nicht sagen darf, ja, und dass sie genug Trotz noch hat, ja, also dieses Spiel nicht mitzuspielen. Das heißt, diese Mutter- und Kind-Beziehung hat überhaupt keine geschützte Privatsphäre. Nicht einmal die wenigen Momente, wo sie die Kinder überhaupt reden kann, kann sie ungestört reden. Alle 14 Tage trifft sich die Helfergruppe. Karl Kumpf-Müller vom Grazer Friedensbüro setzt sich schon lange für Frau Kodoba ein. Was ihn besonders ärgert, ist, dass das Gericht immer nur auf einen und denselben Gutachter hört, der nach Meinung der Helfergruppe alles zum Nachteil von Frau Kodoba interpretiert. Wenn die Kinder dann schimpfen, ihr Väter, ihr seid Schweine, das habe ich hier in einem Schreiben von einem Vater, dass er beschimpft wird, dem Väter immer wieder beschimpft wird, ihr seid Schweine oder ihr lügt uns ständig an und so weiter. Ich habe das sogar hier. Dann wird das
umgedeutet und wieder vom Gutachter verwendet und sagt, ja, diese Art von Äußerung heißt nur, dass die Kinder miteinander symbiotisch verstrickt sind und dass sie keinen Zugang zum eigenen Innenleben hatten. Und jetzt sind sie befreit worden. Es wird absolut umgedreht und sagt, jetzt findet die große Befreiung statt, indem die Kinder überwacht werden, kontrolliert werden und sie überhaupt keine persönliche Beziehung zur Mutter mehr haben können. Also ich halte das für ein absolut skandalöses Gutachten, dass da steht. Es ist auch in der Diktion wahnsinnig einseitig und eindeutig und so, aber rein formalrechtlich ist es gedeckt, indem sie, dass ein Auftrag des Gerichtes war und genau dem entspricht, was die Richterin immer dieser Frau gesagt hat, sie sind als Mutter nicht geeignet und wir müssen die Kinder fernhalten. Ab und zu geht Natascha Kudoba in den benachbarten Kindergarten. Hey, hallo Zweige. Sagst du mir das jetzt noch einmal, wie du mir das gezeigt hast? Wegen ihres natürlichen Zugangs zu Kindern sind die Kindergärtnerinnen froh, wenn die derzeit kinderlose Mutter bisweilen ein bisschen frischen Wind zu ihnen bringt. Schon früher hat Frau Kudoba Verkleidungs- und Zeichenworkshops durchgeführt. Das will sie vielleicht auch in Zukunft machen. Sehr gut. Magst du rückwärts fahren? Oh, das ist wohl. Ja, und dann hat er Ohren mit den großen. Na, heute ist nicht mein Zeichentag, ich sage euch. Ja. Schau dir zu lachen, okay? Okay. Hier unten hat er so ein bisschen rote Blumen auch. Ja. Der Kontakt zu Kindern ist Ihnen schon sehr wichtig. Ja klar, klar. Ich meine, ich habe auch meine Kinder nicht zufällig gekriegt, sondern bewusst und mit Liebe und mit Lust eben diese ganze Zeit mit ihnen zu verbringen. Und letztendlich sind sie immer eine Bereicherung. So oder so. Auch eben, wenn ich Kinder nur besuchen darf jetzt. Oh, ich freue mich schon, wenn Sie wieder mal vorbeikommen. Im Frühling vielleicht, wenn wir dann im Garten sein können. Ich habe die Zeit vergessen. Wenn die Lisi dann wieder gesund ist und so. Da und offen ist jetzt rechts. Ciao! Papa, ich komme wieder! Ja? Doch schon der nächste Termin führt Frau Kudoba wieder in die eigene Welt zurück. Es geht wieder zum Jugendamt. Jeder Besuch bei ihren Kindern muss extra ausgemacht werden. Bisher darf sie ihre Kinder nur alle 6 Wochen sehen. Frau Kudoba würde gerne mit ihren Kindern auch alleine sein dürfen und sie möchte gern mit Flora und Fedora die Osterferien verbringen. Da sie das Jugendamt wie versprochen die Fahrten nach Deutschland zu ihren Kindern bisher nicht bezahlt hat, ist für Frau Kudoba nur mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein. Frau Kudoba, wie war es denn jetzt drinnen beim Amt? Traurig, ja. Es ist für mich unglaublich schwierig, einfach zu sitzen in einem Raum mit einem Beamten und wissen, dass sie meine Kinder entführt haben, dass sie mein Leben zerstört haben, meine Familie zerstört haben. Und ich muss mitarbeiten, weil der einzige Weg auf meine Kinder ist natürlich so, dass ich mit ihnen quasi mitarbeite, wie sie das nennen, und dann das alles angehe, was sie von uns wollen. Sie fragen eh nie, was wirklich unsere Bedürfnisse sind von Kindern und von mir, und das ist für mich immer ganz, ganz schwierig. Ja. Also spannend war die Aussage, die für mich auch stimmt. Er hat dazugegeben, die Verletzungen, die passiert sind, wird Frau Kudoba einfach nie mehr vergessen können. Das wissen sie, glaube ich, auch wirklich. Ja? Aber es ist einfach wirklich diese Hilflosigkeit, dass keiner wirklich mehr weiß, wie man aus diesem Fall wieder rauskommen soll. Es gibt keinen Weg. Das ist das Spiel mit der Macht, ja. Es hat seine eigene Dynamik genommen, ja. Also das heißt, lieber mich und meine Familie opfern und die Sache so belassen, wie sie es gemacht haben. Im Jugendamt hat man einen kleinen Trost für Frau Kudoba. In Zukunft soll sie ihre Kinder nicht nur alle 6 Wochen, sondern jedes Monat sehen dürfen, wenn die Väter mitspielen.